Hallo und herzlich willkommen. Wir haben einen neuen Laufstall für Melody und die kann es gar nicht abwarten, hier reinzukommen. Möchtest du rein? Ja? Na dann, los. So. So, und jetzt kann ich in Ruhe hier im Garten arbeiten und brauche keine Angst haben mehr, dass unser Kind wegläuft. Ne? So, bis nachher. Tschüss. Papa. Ja. Papa, los. Los. Ja, komm, ich bin nicht so. Chris, auch ein paar Tiere zum Spielen, bitte. Danke. Bitte. So. Ist natürlich ein Witz. Das hier ist ein Komposter, den wir uns gekauft haben. Und ja, Papa? Ja, aus Erfahrung. Papa. Ja. Bitte raus? Ja, bleib drin. Aus Erfahrung werde ich mehrere Hochbeete mir anlegen. In welcher Variante weiß ich noch nicht genau. Ist jetzt unser erstes? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich unser drittes. Wir haben jetzt so zwei kleinere aus diesem Kunststoff. Dingern, die richtig genial sind und von daher, naja, ist es einfacher zu arbeiten mit solchen Hochbeeten, weil man braucht sich nicht bücken, man ist näher an den Pflanzen dran. Ja, schauen wir mal gleich, wie es weitergeht. Oh nein, so, das Hochbeet ist weiter vorbereitet, wir haben jetzt hier Gewebefolie reingemacht, ging recht easy und ein bisschen länger gelassen, damit das Ganze, na, kann man so sehen, so, damit das Ganze halt unten, ja, Kontakt zum Boden am Prinzip, damit dort kein Boden rauslaufen kann, ja, und das Ganze haben wir hier mit Kabelbindern oben befestigt, auch hier ein bisschen überlappen lassen und darauf achten, dass man die geschlossene Naht nach oben lässt, wenn man schneidet und dann halt unten abschneiden, entsprechend der Länge, die man braucht. Ja, so, dann würde ich sagen, mal gucken, mit was wir das Ganze befüllen. Was denn? Ach, die ist kaputt. Ist sie draufgetreten? Ja. Na, sowas. Was machen wir jetzt damit? Ja. Müll? Ja. Okay. Kommen wir jetzt zum Hokuspokus des Befüllens eines Hochbeetes. Schichtweise einlagern mit Stöckchen, Laub und Tralala hast du nicht gesehen, alles absoluter Blödsinn. Den ganzen Kasten können wir komplett mit ganz normaler Gartenerde auffüllen. Man kann in der unteren Hälfte auch Gartenboden verwenden, der vielleicht nicht ganz so gut ist. In die oberen Hälfte dann halt Gartenboden, der wesentlich besser ist. Oder diesen Boden dann aufarbeiten, damit man ja, das Substrat hat zum Bepflanzen. Also man braucht hier wirklich kein Hokuspokus machen. Einfach mit Erde vollknallen das Ding und fertig ist. Man kann auch unten alte Erde aus Töpfen nehmen, was man so rumstehen hat oder dergleichen. Geht auch. Aber wie gesagt, mit Stöckchen und Laub, und hast du nicht gesehen, ist wirklich nicht notwendig. So, ich schmeiße den Kasten jetzt erstmal hier voll und dann mal sehen, was wir dann dort hineinpflanzen. Ganz wichtig ist, wir füllen jetzt hier ein bisschen Erde oben unten, wo das Ganze hier überlappt drauf, damit hier später die Erdreich hier nicht durchrutschen kann. Von daher achten wir darauf, dass es also wirklich schön auf dem Boden hier aufliegt, das Ganze. So, das machen wir einmal rundherum und dann kann das Ganze komplett aufgefüllt werden. Und wie vorhin gesagt, alles, was man Töpfen hat, was man nicht mehr braucht, kann alles mit unten rein. So, das Beet ist soweit aufgefüllt. Wir haben jetzt etwa noch 10 cm Platz hier gelassen, weil wir nicht so ganz so gute Erde haben. Von daher werde ich hier Kokoserde mit drauffüllen, nochmal auch mit Bentonit und Urgesteins mehr gemischt, damit wir halt für die Pflanzen eine Grundversorgung erstmal haben und das Ganze ja auch locker und einfacher zu bearbeiten ist in dem Sinne. Von daher, die Erde ist nicht ganz so gut, also mache ich das diesmal mit Kokoserde. So, ja, würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Die erste Schicht Kokoserde ist jetzt hier aufgefüllt und jetzt kommt Bentonit hier drauf, kein Kaffee. Das verteilen wir hier großflächig und mischen das gleich ein bisschen unter. Und davon kommen jetzt 2 Tassen hier drauf und ja, etwa 2-3 Hände voll Urgestein zu mir zusätzlich noch. Das Ganze mischen wir dann schön unter. Die zweite Schicht Kokoserde ist jetzt hier drauf gekommen, das Ganze ein bisschen plan gezogen. Man sieht, hier ist etwas tiefer als dorthin, das ist, weil das hier ein bisschen Gefälle hat. Aber ich habe die Erde gerade gezogen und das Ganze gießen wir jetzt nochmal kräftig an. Und der Vorteil bei der Kokoserde ist jetzt, dass das Wasser direkt durchsickern kann, also schwimmt hier nicht drauf rum oder schwimmt weg. Und von daher ist das so, ja, als Abschluss mit der Kokoserde schon ganz okay. Da sind wir aus dem Garten jetzt wieder im Haus. Es ist angenehm
kühl hier drin und draußen ist es richtig heiß. Und morgen wird es noch heißer werden und zum Wochenende soll es dann wieder Schauer geben und etwas kühler werden. Ja, so ist das nun mal mit dem Wetter. Zum Hochbeet mal ganz kurz, grundsätzlich. Auffüllen kann man das Ganze mit Mutterboden. Man kann unten Erde reinfüllen, ja, die nicht von der Qualität her nicht ganz so gut ist. Es ist nicht so schlimm, aber oben so die letzten 40 cm etwa, die sollte dann schon qualitativ hochwertig sein. Und die Kokoserde müsst ihr nicht oben drauf machen. Ich mache es ganz einfach, weil es ja zum Gießen einfacher ist. Denn wie gesagt, es schwimmt nicht und vor allen Dingen kommt auch nicht so viel Unkraut durch. Das Ganze ist im Prinzip wie so eine Mulchschicht und von daher ist es auch so schon richtig gut. Ja, düngen. Düngen werden wir jetzt im Moment noch nicht, da die Kokoserde auch aufgedüngt ist und Bentonit und Urgesteinsmehl reicht erstmal. Werden das beobachten, wenn wir die Pflanzen einsetzen, dann können wir natürlich noch mit Hornspäne arbeiten. Das ist dann kein Problem, dann können wir auch dementsprechend Stickstoff langsam mit dazu führen. Ja, gibt es noch irgendwas zu dem Hochbeet zu erzählen? Achso, bepflanzen wäre es jetzt nicht, weil wie gesagt, es ist unheimlich heiß und ich will noch überlegen, ob ich jetzt Kohlrabi reinpflanze. Dann habe ich aber ein Problem, ich möchte gerne noch Grünkohl pflanzen. Wenn ich jetzt überall Kohlrabi hinpflanze, dann kann ich kein Grünkohl mehr pflanzen, denn Kohl auf Kohl sollte man nicht pflanzen. Von daher denke ich mal, dass wir dort überwiegend Radieschen erstmal wieder einsehen, denn die essen wir sowieso ohne Ende. Und vielleicht ja, Salat ein bisschen oder so. Aber ansonsten würde ich sagen, warte ich mit dem Beet, bis wir dann später Grünkohl dort hineinpflanzen. Das heißt aber Klartext auch, ich muss Grünkohl jetzt erstmal aussehen und vorziehen. Ja. Das Hochbeet. Interessant, interessant. Das war eine Menge Arbeit gewesen, ehrlich gesagt. Und wir haben ja diese Kunststoffkästen, die ich vor kurzem schon mal vorgestellt habe. Und dort haben wir den Vorteil, dass nicht ganz so viel Erde reingeht und man kann diese Kästen versetzen, irgendwo anders mal hinstellen. Und man hat vom Raum her, wenn man dort etwas einpflanzt, kann sich das nach links und rechts überall ausbreiten. Und von daher braucht man eigentlich so eine große Fläche insgesamt. Also dann lieber mehrere kleinere, wo man was reinpflanzen kann und anstatt statt so einen großen Kasten, den wir jetzt gemacht haben. Denn dort haben wir auch das Problem, wir können die Sachen nicht ganz so dicht pflanzen und muss weit auseinander gepflanzt werden. Also passt da auch gar nicht ganz so viel rein. Aber das, denke ich mal, werden wir im Laufe der Zeit beobachten, was hochbeettechnisch am einfachsten, am bequemsten und auch am günstigsten im Endeffekt dann tatsächlich ist. Dazu müssen wir noch einiges machen. Ja, wir sitzen jetzt hier drin. Das heißt, Klartext, wir schauen uns noch ein paar Kleinigkeiten an. Ich würde sagen, als allererstes, auch wenn es zum Thema nicht passt, die Wüstenrosen. Das war Adenium obesum Orange V. Ich weiß noch immer nicht, warum das V heißt. Naja, was soll's. Auf jeden Fall gucken wir uns die Kiste bzw. die Pflänzchen jetzt mal gemeinsam an. So sehen die beiden kleinen Süßen aus. Ja, zwei von drei sind gekeimt. Ich gucke mal gerade, ob der hier abgeht. Das Ganze war ja zugedeckt bis jetzt gerade eben. Müsste eigentlich, ja doch, scheint gut, ja, funktioniert. Den anderen, den habe ich jetzt mal unter die Erde gedrückt, um zu gucken, ob wir dann vielleicht doch noch können. Mal gucken, ob wir das jetzt so hinbekommen. Der müsste hier irgendwo sein. Ich würde mal vorsichtig aufmachen, ganz vorsichtig. Der Samen liegt da noch. So. Ah ja, ja, Tatsache. Auch der ist dann jetzt doch noch am Keimen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, wenn ich jetzt vorsichtig wieder hier unter die Erde legen. Ja, das ist doch schon mal schön, dass dann tatsächlich drei von drei Samen gekeimt sind. Das werde ich dann jetzt auch in die, wie heißt das, ja, bei dem, wo ich das gekauft habe, reinschreiben, dass das also wunderbar funktioniert hat. Ja, im Klartext, ja, lassen wir sie jetzt noch abgedeckt oder nicht? Ich würde sagen, solange bis der andere auch aus der Erde kommt, lasse ich es noch abgedeckt. Ich denke mal, das sollte wohl nicht so schlimm sein, damit der Kleine hier dann dementsprechend auch noch ordentlich keimen kann. Unter hoher Luftfeuchtigkeit, wir wissen, passiert das am schnellsten und am besten. Die Wüstenrosen, ja, zwei neue Babys, ne, drei. Drei, der dritte kommt ja sicherlich auch bald aus der Erde. Hier noch etwas, wo wir schon sehr lange nicht mehr reingeguckt haben, das ewige Terrarium. Es hat wunderbar funktioniert und das ist also hier mit dieser Orchideenerde, das ist Rindenmulch und Tongranulat, funktioniert das besser als wenn man hier Erde reinpackt, denn das Ganze ist noch richtig frisch grün. Ein anderer Kasten hatte ich, den gleichen, da hatte ich, was hat man drin, Kokoserde, der ist irgendwann angefangen zu schimmeln, weil das Gefäß einfach irgendwann auch zu klein ist. So, wir machen ihn heute seit vielen Monaten zum allerersten Mal auf, also lassen wir uns mal überraschen, wie das da drin aussieht. Ja, ich würde sagen, das sieht richtig schick aus. Und warum ich den aufmache, das hat einen ganz einfachen Grund. Dort liegen noch Samen drin, wie wir sehen. Apfelsamen 3 und ein Flammenbaumsamen. Wir erinnern uns, wir haben damals hier einen Flammenbaumsamen zum Keimen drin gebracht.
Den hat mir allerdings angeraut und diesen hat mir nicht angeraut. Und jetzt wollen wir mal gucken, was mit diesem Samen hier passiert ist, wenn ich ihn jetzt so einfach hier rauskriege. So, ich spiele es mal eben an die Seite. So sieht der Samen jetzt aus. Ja, ich würde sagen, mal eben anfassen. Ja, der ist immer noch glatt. Also, was machen wir jetzt damit? Ich würde sagen, wir rauen ihn jetzt mal kurz an, schleifen ihn an. An einer oder zwei Stellen, je nachdem, müssen wir gerade mal gucken. Jetzt vorsichtig. Ja, also der ist wirklich noch richtig hart. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Das ist also jetzt, wie gesagt, ein paar Monate, wie lange ganz genau, weiß ich nicht. Muss ich gleich mal gucken. Boah, der lässt sich nicht mal richtig anschleifen hier. Gar nicht so einfach. Ja, so ein bisschen geht's doch. So ein bisschen. Aber auch nicht so richtig. Also das ist ja ein Ding, dass der tatsächlich noch. Oh, jetzt geht's so. Dass der tatsächlich noch so hart ist. Nicht zu doll, dass wir nicht zu viel abschleifen, aber doch so, dass wenigstens etwas angeraut ist. Ja, ich würde sagen, wir legen ihn jetzt mal wieder rein und gucken mal, ob der tatsächlich noch keimfähig ist. Ja. Ja, das machen wir jetzt mal. So, legen wir ihn einfach dort wieder rein, wo er drin gelegen ist. War. Und mal schauen, ob der jetzt wieder anfängt zu keimen. Bei den Apfelsamen, mal eben gucken, wie die aussehen. Ja. Auch die sind noch richtig hart. Aber wie gesagt, da ist noch nichts gekeimt. Auch das war natürlich nur ein Versuch. Legen wir einfach wieder rein. Bleibt es da drin und fertig. Ich glaube, ich muss jetzt aber mal ein kleines bisschen Feuchtigkeit noch reinbringen. So, das sollte ausreichend sein. Machen wir die Kiste wieder zu und lassen uns mal überraschen, ob er denn jetzt tatsächlich noch keimfähig ist, der Flammenbaumsamen. Ja, schon ein Wunder, wie das Ganze mehr oder weniger halt nicht keimt. Der Flammenbaum, ja! Wir haben ja schon einen damals zur Keimung gebracht, das ist jetzt das Geschwisterchen, von dem der hier noch im ewigen Terrarium steht. Auch wenn es jetzt kein ewiges Terrarium ist, weil ich es aufgemacht habe, naja, ist halt so, machst du nichts. So, ja, er hat einen wunderschönen Stamm mittlerweile schon bekommen, allerdings zickt er so ein bisschen rum. Er mag es nicht, wenn er nass steht, er mag es aber auch nicht, wenn er trocken ist. Es ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, mit diesem Bäumchen. Auch für mich, ich bin auch nicht so ganz drauf, wie es am besten geht. Was wir jetzt machen können. Ich habe ihn einmal jetzt schon gedüngt mit diesem mediterranen Dünger. Und was wir jetzt noch machen, er bekommt jetzt etwas Bentonit, so eine Fingerspitze im Prinzip hier oben drauf gestreut. Und dann beim nächsten Gießverfahren im Prinzip kann das so langsam mit ins Erdreich hineinkommen. Sollte es sich dann nicht bessern, dass er noch besser wächst, dann werde ich ihn herausnehmen hier aus dem Topf und dann kriegt er komplett frische Erde. Vielleicht hilft ihm das dann ja auch. Aber erstmal gucken wir mal, ob er das so verkraftet und dann besser wächst. Er steht am Fenster bei uns mit Zusatzbeleuchtung seitlich. Also von daher ist er auch so schräg gewachsen, was aber nicht so schlimm ist. Also nicht jeder Baum muss unbedingt gerade sein, nicht wahr? Auch schief kann richtig schick sein. So, ich glaube, dann haben wir für heute alles durch. Ja, irgendwas war jetzt noch. Weiß Bescheid. So ist das manchmal. Ja, ich war zu lange in der Sonne, glaube ich. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Delle Römisch und viel Spaß mit euren Pflanzen und was ihr sonst noch so macht und natürlich auch viel Spaß im Garten, ganz klarer Fall. Ja, Hochbeete, das ist wirklich sehr interessant. Vor allen Dingen ist zwar ein Arbeitsaufwand anfangs, aber für später dann doch eine enorme Arbeitserleichterung. Ja, das ist natürlich richtig gut für mich dann. Und ich denke mal, wir werden uns noch mehr von diesen Kompostern, im Prinzip sind ja Komposter anlegen, so nach und nach. Und ich habe auch schon eine Idee, dass ich erstmal Kompost im Prinzip wirklich dort reinpacke, Grünschnitt und hast du nicht gesehen. Und das kann dann verrotten erstmal ein Jahr oder wie auch immer. Und anschließend packen wir der Erde rein, mischen das Ganze miteinander, befüllen das dann komplett. Und ich denke mal, das wäre auch nicht so verkehrt. Aber man muss es halt so machen, wie man es auch machen kann. Und man kann also wirklich auch organisches Material unten mit reinpacken. Das verrottet mit der Zeit und sackt das Ganze zwar ein bisschen. Muss man später nochmal auffüllen, aber wie gesagt, es ist nicht zwingend notwendig. Es reicht vollkommen, wenn man das Ganze mit Mutterboden auffüllt. So, bis denn. Ciao, ciao. Und nicht vergessen, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Ja, bis denn. Meine Güte. War das heiß und wird das heiß. Puh, puh, puh.